Zu dieser späten Stunde sollte ich mich eigentlich nicht durch die Gassen von Winchester wagen. Sollen doch diese Nacht am gefährlichsten sein. Hier ist noch ein kleiner Umtrunk. Hoffentlich gerate ich nicht wieder in dieses Café, wo diese zwielichtigen Burschen herumlangern. Wie der mit der Ente auf den Kopf. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Hä? Diese verdammten Raser! Daran ist nur der Minnesang schuld. Hey, hey! Hat sich irgendjemand die Nummer des Esels Kahn gemerkt? Ich hab's genau gesehen. Er ritt durch Nacht und Wind. Und ich glaube, er trug ein Kind. Ist er jetzt tot? Hey! Ich kann doch nicht tot sein. Die Folge fängt doch gerade erst an. Tut mir leid, mein Freund. Aber die Szene hier hat das Budget schon komplett aufgebraucht. Ja, in so einer mittelalterlichen Stadt ist immer was los, nicht wahr? Hallo, willkommen zu Das Heulen der Erde. Jetzt wollte ich schon wieder das andere sagen, nicht wahr, Eike? Ja. Genau. Ne? Kennt voll die Säulen der Erde, so nennen wir es ja ab jetzt, ne? Mhm, das steht so auf dem Titel. Ja, das kann man auch dich mal lesen. Okay, du weißt doch, was letztes Mal passiert ist? Ja, wir müssten leider fliehen aus unserer Burg. Sind wir jetzt eigentlich quasi vogelfrei? Kann man das so sagen, Eike? Nein. Was? Erklär mal vogelfrei was. Vogelfrei ist für Verbrecher. So. Ja, vogelfrei ist eher sowas wie Robin Hood. Und nein, es gab keinen Robin Hood. Das wissen wir ja. Doch, gab es. Ich weiß nicht, wie jetzt die offiziellen Forschungen sind, wenn es da welche gibt, aber ich glaube, war es nicht mal so, dass es über die Jahrhunderte mehrere verschiedene Robin Hoods gab, die dann irgendwie zu einem zusammengefasst wurden und vermengt wurden? So ein bisschen was von davon, ein bisschen was hiervon. Und daraus wurde dann die Sache, wie man heutzutage Robin Hood kennt. Hat sogar sein Grab gefunden. Ach, echt? Naja. Ist da ein bisschen uneins, ne? Von Volkssagen. Na gut, also, gut. Gut, wir sind jetzt immer noch Aliana und ihr Bruder, den wir gerettet haben. Und wir sind in Winchester, bei Nacht. Ja, nur so eine Stadt hat ja so einen Vorteil im Mittelalter, nicht wahr, Eike, ne? Man kann hier leben, wenn man jetzt nicht ein Bauer ist, weil... Naja... Wenn du jetzt gerade ein Handwerker bist, dann sind wir hier Arbeit, oder? War es nicht so? Für Handwerker Stadtluft macht frei. Stadtluft macht frei. Genau, und die riecht auch so gut. Mm. Ja, für eine Kanalisation ist toll. Gut, jetzt gehen wir aber erstmal zu unserem Stadthaus, was hier Richard gefunden hat. Muss man das eigentlich so aussprechen? So Richard? Oder machen wir es auf Deutsch, Eike? Sagen wir Richard. Richard, genau. Ellie, es ist jemand hier. Ob es Vater ist? Nein. Glaubst du? Irgendwo muss er schließlich sein. Ja. Wir wissen ja, wo er ist, nicht wahr? Das weißt du ja noch, Eike, ne? Ja, wir machen ja jetzt schon Aufnahmen, wir haben eine Woche Pause, ne? Aber du weißt ja noch, wo der Vater abgeblieben ist, ne? Sag mal so, er ist indisponiert. Wollen wir anklopfen oder gehen? Hat ja eigentlich ja kein... Oh, das ist ja... Mach ich jetzt irgendwie die Stimme kaputt, Eike? Ich glaube, ich mach die Stimme kaputt, oder? Weil ich sage, dass es keinen Einfluss hat auf die Story, beziehungsweise den Vorlauf, was wir hier eigentlich machen. Aber wieso? Das Spiel enttäuscht doch auf ganzer Linie, sowieso schon. Ja, für eine Präsentation ist es ganz gut, aber es ist halt diese Entscheidungsgeschichte von wegen, nein, es läuft am Ende wie bei Telltale auf dasselbe Ende hinaus. Ja, das hat. Ja, hat das Telltale gekillt? Ja, auch. Ich glaube, das hat sie gekillt. Und das ist immer mehrere. Ja, komm, wir kaufen noch eine Franchise und noch ein Franchise und noch ein Franchise und noch ein Franchise und Batman noch obendrauf, ne? Das kaufen die Leute. Von wegen, oh, Walking Dead läuft nicht mehr so gut. Verdammt, kaufen wir noch ein Franchise, noch mal Guardians drauf und noch was drauf und noch was drauf. Und sind wir pleite. Wer hätte das gedacht? Ach komm, klopfen wir einfach an. Wir wissen ja, dass Danny, wir wissen ja, wer da ist. Wer ist da? Es ist Percy Henley. Weg hier! Was? Ich hack dir die Hand ab, wenn ich dich kriege, du Bastard! Ruhe! Lol, das ist die Stimme von Conflict! Nein, sofort! Du musst besser aufpassen, dass du nicht so schnell die Beherrschung verlierst. Denke dein Herz! Wir wissen noch nicht, wer auf unserer Seite steht. Sei vorsichtig, höflich, mach einen guten Eindruck. Sie müssen dich alle mit dem König tanzen sehen. Jeden Tag, bis er dich zum Grafen macht. Ich hab ihn vor Bartholomäus Rebellion bewahrt. Sollte das nicht reichen?
Gib ihnen nur einen Grund und sie werden dich nicht zum Grafen machen. Das darf nicht passieren. Sie sind in unserem Haus. Sie haben es einfach gestohlen. Wir werden wohl woanders schlafen müssen. Ich kann es nicht glauben. Komm jetzt, bevor uns noch jemand sieht. Ja, wie zum Beispiel diese Wachen hier vorne. Die sollten wir uns, glaube ich, nicht ansprechen. Aber ernsthaft. Ja. Ja. Ja, die haben unser Haus geklaut. Ja, das ist jetzt also einfach so ein Ding, was zwischen dem Kirchenbau jetzt passiert. Also, ja. Wir sind jetzt in einer. Die zweite Episode ist eine Rückblende vom ersten Buch. Okay. So gewisserweise, ja. Wir sind 4 Wochen zurück gewesen, glaube ich. Nachdem hier der Motherfucker, wie man ja so schön nennt, ne, unsere Burg über Obert schrägstrich niedergemetzelt hat, weißt du doch. Ja. Und den Wunsch muss Percy Hamley ist der Sprecher und der Sprecher von Percy Hamley ist der gleiche Sprecher von Cotsworth aus Fallout 4. Jetzt merke ich's, ja, stimmt. Ja, ja gut, Eike, du weißt ja, der Pool, ich sag mal, der Pool, in Anführungszeichen, an Synchronsprecher-Videospielen, der ist ja auch irgendwie in Deutschland recht begrenzt, nicht wahr? Komischerweise. Eigentlich nicht. Ja, aber man hört irgendwie so viele Stimmen immer woanders her. Hat man irgendwie so das Gefühl hier. Aber ich sag mal so, besser hier Sprecher, die so ein bisschen sich auskennen und schon mal so 1-2 Spiele gemacht haben, als jetzt hier, was weiß ich, 10 Euro DVD, wie heißt der Verein nochmal, der immer diese Billigfilme rausbringt, die mal auf Netzkino landen? Great Movies, DVDs, synchron, nicht wahr? Okay, ich glaube bei der Kirche, ich weiß, wo wir hin müssen, Eike, wollen wir es? Nee, wir wollen erstmal hier, dann gehen wir zur Taverne und dann gehen wir so ein Haus, wo wir hin müssen, nicht wahr? Wir wollen ja nicht lange ziehen, nicht wahr? Ja. Einfach mal gucken, was passiert. Ja, so eine Stadt. Da kann man zur Kirche gehen, wenn man mittellos ist. Vater, dürfen wir reinkommen? Ich kann jemanden hören. Hallo? Wir sind Fremde und suchen ein Nachtlager. Sie scheinen uns hier nicht zu wollen. Das erinnert mich irgendwie an diesen Film, Eike. Kennst du den? Von und mit Mel Brooks. Anfang 80er. Das Leben stinkt. So eine Wette abschließt als reicher Typ, ich kann es schaffen, ich kann eine Woche, war es eine Woche? Oder ein paar Tage, ich weiß nicht mehr. Eine Woche auf der Straße überleben, bestimmt eine Woche als Penner auf der Straße überleben. Und dann, läuft alles nur schief. Ja? War ja auch die Szene, wo da an der Kirche klopft und sagt, ich bin obdachlos, ich brauche was zum Schlafen, ich hab Hunger. Weißt du das? Kennst die Szene nicht, ne? Du kennst den Film gar nicht, oder? Nein. Naja. Ist eine schwarze Komödie, würde man eher sagen, in der Richtung. Ja, ach ja, und er sagt natürlich auch, Name-Dropping, aber des Filmes. So, dann klopfen wir mal noch bei der Kaverne an und dann gehen wir zu dem Haus, wo wir hin müssen. Ach Gott, was ist denn mit deinem Ohr passiert, Junge? Hast dich wohl in deinem Angelhaken verfangen? Suchen Plätze zum Schlafen. Wollen wir direkt sagen, wollen wir erst der Sohn eines Grafen? Nein. Sagen, schlafen. Wir haben gehofft, wir könnten heute Nacht hier bleiben. Wir haben einen langen Weg hinter uns und sind sehr erschöpft. Tut mir leid, alles belegt. Der König ist in der Stadt. Es wimmelt nur so von Edelleuten. Kommt nächste Woche wieder, wenn die großen Fische aus dem Teich sind. Dann habe ich vielleicht ein Plätzchen für euch. Ellie, er hatte mich gefragt. Tja, dann sag nächstes Mal auch was. Ach, wie auch immer. Nö. Ja, geht doch in den Stall da drüben. Genau, das ist auch gerade so eine Familie. Eine Familie mit einem Esel und einer Kamel und einer... Die Frau ist, glaube ich, schwanger. Ah, nee, falsche Geschichte. Ja, deswegen gehen die Leute meistens immer im Mittelalter in die Städte, nicht wahr, Eike? Wenn sie keine Bauern waren und mittellos waren. Weil in der Stadt findet man immer Arbeit, wenn man zumindest Handwerker war. War es nicht so? Nein. Deswegen geht man auch in die Stadt, weil man Handwerker da sucht, weil man als Handwerker arbeiten kann, ne? Oder weil man halt kein Bauer war und nicht auf den Feldern arbeiten konnte. Wir gehen in die Stadt, da gehen wir ins Armenhaus. Oder wie heißt es? Armenhaus. Wie hieß es bei den Simpsons nochmal, die Folge? Bei der Münze. Münze. Mehr Katze. Genau. Hey, Schiss, lauf nicht weg, bleib hier, Katze. Genau, ist zu dem Haus hier. Ja. Ich habe Katzen in Fallout 4 übrigens unsterblich gemacht, danke einen Mod. Ja, du hast doch so eine Kiste, du hast doch so eine Klonmaschine gebaut, ne?
Ja, ich habe einen Mod gebaut. Ach, du hast einen Mod gebaut. Stimmt, du hast ja auch bei Enderal mitgemacht, weißt du das noch? Ja, ja, der Eike hat bei Enderal mitgemacht. Ja, und ich stehe nicht in den Credits. Oh, gleich mal verklagen, ne? Was? Nein. Okay, so. Ja, was war denn noch der Vorteil? Ach ja, das Stadtrecht, nicht wahr? Bei Bürgerrecht. Obwohl, gab's das im Mittelalter schon oder kam das später? Ja. Heißt das eigentlich Bürger wegen, weil so Mauern drumherum? Von wegen Burg? Burger? Davor kommt's, glaube ich, her, oder? Ich glaube, daran lag das, oder? Ja. Burgherr, Burgherrgebiet, bla bla. Ja, und wenn du eine Stadt hast, die richtig foliert, so mit Handelskonto und allen Ganzen, und dann, wenn du auch noch die Münzen da prägst, dann hast du richtig Freibach, ne? Und dann noch, vergiss nicht die Mieten, ne? Ja, ja, da kann man richtig viel Geld mitmachen, wenn man so eine Stadt hat, ne? Was war's nochmal? Wer war in eurer Stadt vorständig? Wie ist er bei Discworld? Der Patrizier, nicht wahr, Eike? Ach nee, es gab mehrere Patrizier, oder? Ah, oh, das ist jetzt so lange her. Na gut, lange her, aber. Na gut, klopfen wir jetzt an, nicht wahr? Suchen wir uns ein Obdach. Ellie, das ist sinnlos. Es muss doch noch gute Menschen in dieser Stadt geben. Naja. Was wollt ihr? Guten Abend. Verzeiht, dass wir euch stören. Aber mein Bruder und ich haben viel durchgemacht und suchen verzweifelt ein Lager für die Nacht. Hm. Bitte. Wartet hier. Bist du verrückt? Lass sie nicht rein. Das sind Diebe. Nein, die anderen, die wir getroffen haben, waren hab Diebe. Was habe ich gesagt? Oh. So, und dann müssen wir, glaube ich, weggehen. Und dann würden die wissen, die eigentlich dann hinter uns herkommen. Ah, gut. Da hinten ist eine warme Ecke. Ihr könnt eine Decke haben. Aber es gibt nichts zu essen. Wollen wir fragen, ob die Frau damit einverstanden ist, oder nehmen wir einfach direkt an? Das ist ja eigentlich schon fast ein Let's Play Together hier, Eike, oder? Fällt mir jetzt gerade auf, weil ich dich mal mit abfragen, beziehungsweise wir uns gegenseitig koordinieren. Das hat ja schon irgendwie was davon, nicht wahr? Eike, was meinst du? Nehmen wir an oder fragen wir, ob die Frau damit was zu tun? Naja, es kommt eigentlich nicht drauf an, aber. Ja. Ist die Frau damit einverstanden? Ja, sagen wir mal höflich. Ist eure Frau damit einverstanden? Das ist meine Sache. Sie macht sich immer zu viele Sorgen. Sie wird meine Entscheidung akzeptieren. Und die Frau von hinten, Bad Richard! Ja, genau. Sei still, Susi. Weißt du, was es bringt? Was? Ablehnen oder annehmen? Was gibt es eine Konsequenz? Ich glaube, wenn wir ablehnen, dann müssen wir wieder rumlaufen. So. Dann müssen wir wieder zurückkommen. Dann müssen wir die nächste Haus abklopfen oder anklingeln. Und dann, der Klingel. Dann nehmen wir mal an. Dann nehmen wir an. Was passiert. Bis wir irgendwann dann wieder hierher kommen. Danke. Ich danke euch vielmals. Ihr seid ein guter Mensch. Ist das nicht ein bisschen verdächtig, dass er mit dem riesen Schwert rumläuft? Jetzt ist er ja weg. Interessanter Schnitt. Als ich am folgenden Morgen erwachte, war ich allein. Ich hoffte, dass Richard einfach früh aufgestanden war, vielleicht um direkt zum Schloss zu gehen. Ich ging sofort los, um ihn zu suchen. Ey, die Szene kommt doch bekannt vor, Eike, ne? Nur, dass hier, dass hier zwei Personen fehlen, die wir uns ja nicht besonders, die wir nicht besonders gemocht haben, ne? Einer hat sich da einfach eine Burg hochgezogen. Ja, und er hat diabolische Augenbrauen. Melodie kommt mir bekannt vor. Na gut, das war jetzt der eine Akkord, okay. Gut, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, ja? Und suchen dann Richard. Obwohl, was kann man denn hier eigentlich jetzt anklicken? Ritter? Adlige? Das war eigentlich genauso wie in der letzten Folge, genau. Ach, da vorne ist er. Ja, ja, er versucht ja wahrscheinlich wieder seine Republiken. Ich bin Adel. Lasst mich rein. Ja, das wird wahrscheinlich nicht. Bekommt Alena ihren Adelsstatus wieder zurück? Was meinst du? Das könnte noch ein paar Jahre dauern. Denn du weißt ja, Icon, im Mittelalter, da braucht alles ein bisschen länger. Zumindest im Bau, wenn es in eine Kathedrale geht. Obwohl, der Kölner Dom, der ist immer noch nicht fertig, nicht wahr? Oder
Ist der fertig und da wird nur dran, wie heißt es, immer wieder restauriert, weil Abgas und so, ne? Ach, schon wieder dreckig. Mike, das musst du doch wissen. Ich glaube, der Kölner Dom ist noch gar nicht fertig, oder? Immer noch nicht. Hm. Ja gut, wir können ja dann auch nächstes Mal ein bisschen klug scheißen oder unser mittelalterliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Gefährliches mittelalterliches Halbwissen, genau, verbreiten. Genau. Wir haben ja einen Bildungsauftrag. Ich hab nicht kein Halbwissen, das Problem ist, ich sag nur nichts. Ja, warum nicht? Weil du so doof dastehst. Ach, das ist gemein. Okay, Leute, dann sehen wir uns. Ah, ja, ja. Eike ist so gehässig. Okay, Leute, dann sehen wir. Ich bin halt einfach kein guter Mensch. Aber kannst, warum machst du das nicht? Du hast doch gesehen, Eike, was gute Menschen machen. Die lassen einmal schlafen und so. Leute an der Tür klopfen. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Die Säulen der Erde. Bis dann. Ciao. Ciao.